So, da sind wir wieder. Blitzschweiß ist aktiv. Wir haben die Pyromantieflamme in der Hand. Wir haben den Flammenschutzring an. Mehr können wir nicht machen. Okay, also, wir kämpfen uns jetzt, wie sich das gehört, schön Schritt für Schritt und mit zigtausend Fehlern bis zum Drachen vor. Dann laufen wir in die Mitte der Brücke, würde ich sagen. Ups. Ganz schön. Au, au. Hey! Was zur Hölle? Das ist nicht passiert. Das ist sowas von nicht passiert. Also, wir haben Blitzschweiß. Wir haben Flammenschutzring. Sind gerade nicht von Trash-Mob zerhackstückelt worden. Wir laufen jetzt zum Drachen und werden ihn bekämpfen auf der Mitte der Brücke, wie sie das gehört. Kaputt. Naja, keine Ahnung, wie das später ablaufen soll. Wir müssen sowas von viel Punkte in Lebenspunkte checken. Das geht gar nicht. Weil die Rüstung geht nicht besser. Und das ist für uns, soweit ich das sehen kann, die beste Rüstung. Und wir haben sie auf plus 5 fast überall. Das Schild sowieso. Das heißt, es hängt jetzt wirklich alles vom Spielerkönnen ab. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Weg mit euch. Jetzt kommen die auch noch hinterher. Und ich habe nur 11 Flaschen, weil das Leuchtfeuer nicht, Dingsbumst wurde. Das ist nicht so schön. Wir können nicht heilen, weil... Ist der Loot wenigstens anderer? Eine Brandbombe. Ja, nee. Also, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren bei jedem kleinen Kram hier. Ich kann da nicht einfach durchlaufen. Ich kann auch fast nie irgendwo wirklich durchlaufen, weil das Spiel halt nicht so konzipiert ist. Ein paar Szenen gingen, aber allgemein war es immer eine schlechte Idee. Und ich versuche es trotzdem immer wieder. Einfach nur, um zu testen, ob es jetzt vielleicht inzwischen geht, weil wir das Spiel durchgespielt haben, weil wir die ganze Welt erobert haben, weil wir ein Halbgott geworden sind. Da könnte man doch vielleicht mal meinen, man kann durch die allerersten Gegner, 3 Stück, so ein bisschen durchlaufen. Nö, warum auch? Weg. Trink einen von unseren nur noch 11 Trinken. Oh. Geh da hoch. Komisch, 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 komisch. Ich hätte eine bessere Idee. Wir kämpfen jetzt nicht gegen den Drachen. Und das ist eine definitiv gute Idee. Wir kämpfen jetzt nicht gegen den Drachen. Wir laufen einfach an ihm vorbei. Das klappt nicht immer. Manchmal macht er seine starke Feuerattacke und dann ist man instant tot. Aber es hat schon mal geklappt. Wir sind einmal da einfach so durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung wie, aber es geht. Und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal machen. Denn wir kommen dann zu einem neuen Leuchtfeuer. Und dann können wir von dem Leuchtfeuer aus einfacher zum Drachen. Da hinten. Da, wo dieser Brunnen ist. Da ist ein Leuchtfeuer vor. Das heißt, Blitzschweiß. Schild hoch und gib ihm. Lauf. Lauf, 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 lauf. Stamina Regen. Lauf, lauf. Drache steht auf. Steht auf. Und ist hinter uns. Was zur Hölle? Was? Jetzt ist er weg. Was machst du jetzt? Das war sick. Ich hätte mich da einfach nur... Also... ja, ich bin gerade ein wenig echauffiert. Also, wenn ich nicht das Leuchtfeuer benutzt hätte, sondern mich einfach umgedreht hätte, dann hätte ich ihm die ganze Zeit auf den Rücken schlagen können. WTF! Du, können wir dich entfachen? Ja, nicht ohne... Okay. Benutze Menschlichkeit. No.
Dann noch zur Menschlichkeit. Au. Dann noch zur Menschlichkeit. Au. So. Ausbildung umkehren. Au. Irgendwas wimmert da vor sich hin. Ist egal. Entfachen. Au. Jetzt ist ein 10er-Flamme. Super. Okay. Raus, raus, raus. Nochmal Menschlichkeit. Bom, bom. Okay. Entfachen. Weiteres Entfachen nicht ohne das geheime Ritual möglich. Also 10 ist gerade unser Maximum. Das ist nicht viel. Jetzt bin ich durchgehend auf Entzug. Ich will 20 haben, verdammt. War hier noch irgendwas? Ich glaube, Solea tauchte hier oben nochmal auf. Aber hier in dem Zeug ist nichts drin, ne? Kein Funkelding. Ne, praise the sun. Sonst ist hier nichts. Eine Statue von... keine Ahnung. Ist das ein Schwert oder ein Speer? Oder beides. Ha. Zweihänder, würde ich sagen. Recht komisch gebauter Zweihänder. Mit einem doppelten Griff. Das war laut. So, und von hier aus kommen wir jetzt in die Untotengemeinde. Oder wie hieß das? Da war das Killerwildschwein. Killerwildschwein in New Game Plus. Das könnte lustig werden. Aber erstmal tacke ich euch Jungs weg. Jo, komm her. Jungs, ihr könnt mich nicht treffen. Ihr müsst herkommen. Das war der Plan. Ich schieße euch an, ihr kommt her. So wie euer torkelnder Freund hier vorne. Es wird tierisch langsam, aber kommt wenigstens her. Geh einfach kaputt. So, der Drache ist nicht oben drauf. Das heißt, wir können kurz ranlaufen. Warum überlebst du den? Wir brauchen sowas von die +15-Waffe. Aber das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Das hätte ich machen müssen, bevor wir das Spiel neu durchstarten. So, und jetzt warten wir, dass der Drache kommt. Lauf. Kein Drache. Ich habe kein Schild in der Hand. Ja, ich weiß. Na komm. Wenn wir weiter so rumtänzen, dann trage ich gleich wieder da. Weißt du was? Wenn ich jetzt noch weiter rumtänze, kann ich dich gleich backstabben. Oder? Auf jeden Fall wird mir schwindelig. Komm. Ah, okay. Kein Backstab. So. Stopp, zurück. Ist irgendwo ein Drache zu sehen? Nein. Okay. Ach stimmt, da war was, ne? Bei euch einfach Kick. So. Muss ich alles neu lernen? Es ist so lange her, dass ich gegen diese Billiggegner gekämpft habe und sie ein Problem waren. Bis vor kurzem konnte ich noch One-Hitten, selbst wenn sie Schild oben hatten. So, ich laufe jetzt hier lang, provoziere ich dadurch irgendwie den Drachen. Er müsste jetzt eigentlich wieder angeflogen kommen, oder? Hab keine Ahnung. Also wenn ich jetzt da hinten so leer laufe, dann kommt er bestimmt. Aber ich habe keine vollen Lebenspunkte, das sollte ich mir ändern. Ist zwar ein bisschen Verschwendung jetzt, aber besser als tot sein. Schön umgucken. Nö. Das ist ein doofer Drache. Eindeutig doofer Drache. Solea, bist du noch da? Jo, okay. Hm.
Okay, dann werde ich mich wohl vom Wildschwein töten lassen müssen, wenn der Drache nicht kommt. Und wenigstens haben wir schon mal das Leuchtfeuer hier freigeschaltet, das ist auch okay. Und auf 10 gebracht. Yay. Claymore. Namenloser Soldat. Okay, Wildschwein. Und ein schwarzer Ritter, weil, glaube ich, auch noch direkt am Anfang. Ich glaube, den mache ich zuerst. Nachdem ich dich gepult habe, weil ich hier nicht so Zeug rumstehen haben will. So. Und da war eine Leiter, das war eine Abkürzung, glaube ich, zum Moosraum? Uff, keine Ahnung. Hallo. Ach du Kacke. Was du? Das ist nicht nett. Das auch nicht, ich weiß, aber... oh, hey. Gott. Also deren größter Achillesferse ist Backstabben. Also sie haben es nicht so mit... Au. Seitlich gucken. Es ging... Wow, gerade in die Hose. So. Grauer Brocken. Gut, okay. Da lang, da lang, da lang, da lang. Oh, stimmt eigentlich. Ich könnte mal dich weglegen, weil ich benutze dich eh recht selten. Wir hatten noch das Schlangenschwert. Sonnenschwert, gerades Kristallschwert, Astoradschwert, Schlangenschwert plus 10. Trink. Belastung checken. 56 mal 2 sind 112. Passt. So, und können wir da mal ein bisschen Spaß haben. Also leichte Attacke war ein Rundumschlag. Schwere Attacke war ein gezielter Schlag nach vorne. So, Wildschwein. Oh, du. Du bist kein Wildschwein. Das braucht tierisch viel Stamina. Das ist schon mal okay. Das braucht tierisch viel Stamina. Und ich glaube, ich habe gerade irgendwas gepult. Hat jedenfalls gerade irgendwelche großen, lauten Geräusche gemacht. Da. Hätte auch einfach treten können, aber was soll's. So, das Ding. Schahahaha. Okay. Jo. Okay, es war vielleicht keine gute Idee, eine sehr schwere Waffe gegen so einen Gegner zu benutzen. Hey, war es ein Secret? Au. Die 20% Lebenspunkte, die waren gerade von einem Armbrustbolzen. Au. Au. Genau, von dem Armbrustbolzen, der gerade im Kopf steckt. So, Schwein, könntest du bitte... irgendwo hingehen, wo keine Armbrustschützen sind. Warte mal. Wir laufen jetzt hier hoch. Ich denke, du passt hier nicht durch. Und das ist gut so. Hier wechseln wir die Waffe zu unserer... treuen Streitkolben-Geschichte. Komm schon, da. So. Dann gehen wir hoch, töten die Armbrustschützen. Da, und dann kümmern wir uns um Schwein. Kick. Au. So, Schwein, wo bist du? Da. Könntest du einen Ticken näher kommen? Wahrscheinlich nicht, okay. Hier kommt noch einer von euch. Weg, weg. So, jetzt komm her. Keine Typen, die dir helfen. Du schlägst doch nach hinten, das weiß ich noch. Also Seite war eigentlich die beste Stelle für euch. Da, irgendwo.
Okay. Also eigentlich müsste es da wehtun, aber es macht auch nur 62 Schaden. Muss wahrscheinlich genau den Mittelpunkt treffen, weil es ganz schön eklig ist. 62, ne. Mit dem Speer vielleicht. Ich will nicht mit dem Speer ein Schwein von hinten aufspießen. Das will ich einfach nicht. Oh, eine kleine Sache, die nichts mit dem Wildschwein zu tun hat, das übrigens gleich tot ist. Mir wurde jetzt gesagt, wie das bei den Vögeln funktioniert mit dem Nest. Man muss, und das ist der Kicker, man muss die Sache auf den Boden legen, das Spiel verlassen, das Spiel neu laden, oder den Speicherstand zumindest, und dann ist nicht das, was auf den Boden geworfen wurde, mehr da, sondern das eins getauschte Ding. Also meinetwegen, man braucht 10 geborstene Augäpfel, keine Ahnung. Die schmeißt man hin, speichert ab, geht raus, lädt neu und dann sind da keine geborstenen Orkäpfel, sondern das, was man gerne braucht. Wie zur Hölle soll man ohne Internet und ohne Komplettlösung auf so einen Scheiß kommen? Also da hört es bei mir auf. Ich finde es toll, wenn ein Spiel viele Geheimnisse hat. Aber sowas... Das ist... Nee.